So, jetzt läuft die nächste Folge. Ich hatte gerade eine Aufnahme, nicht fehlt, ich habe gar nichts gemacht. Es ist einfach nichts passiert. Egal, die Aufnahme läuft. Wir spielen die, keine Ahnung wie vorher, keine Ahnung wie vierte Folge. Wir müssen den Most Wanted crashen. Das heißt, wir können mal ganz, mit Special Lancer, wir können mal ganz lässig in der Gegend herumfahren und warten. Oh, da ist er schon. Wie gesagt, das Spiel teleportiert ihn sowieso irgendwann zu mir und das ist jetzt relativ schnell gegangen. Ich habe Glück. Und da fehlt er schon, dann müssen wir crashen für seinen Wagen. Ich will wissen, was dieser Wagen kann. Das war knapp. So wie gerade noch. Den holen wir uns jetzt. Aber unser Auto ist wirklich ein relativ guter Wagen. Scheiße. So. Pech. Ja, Pech. Ja, der Wagen muss guten Überrollbügel haben, wenn ich hier fahre. Alter, gut, dass wir nicht gerade ausgefahren sind. Da wären die Cops gekommen. Wir crashed. Wieder mal. Crashopedia. Egal, wir fahren weiter, das stört uns hier relativ wenig. Und ich hoffe, das Spiel teleportiert ihn wieder zu uns, dass wir die nächste Chance haben, ihn zu rammen. Hier war ich doch nie. BMW! Ich dachte, in dem Spiel gibt es kein BMW. Tja, ich habe mich getäuscht. Wie geil. Hinter uns kommt die Polizei, was scheiße ist, aber sie gehen ja sowieso nicht sofort auf uns los, da müssen wir erst einen Verstoß machen. Was steht hier? Wechseln wir einfach mal. M3 Coupé. Okay, ist nicht ganz so schnell wie unser jetziger Wagen, aber er fährt. Ja, im BMW. Ich bin ja nicht wirklich großer BMW-Fan, aber wenn es sein muss, fahre ich auch mit sowas. Notfalls aber. Nee. Das schildert uns jetzt relativ wenig, in was für eine Marke wir sitzen. Oh, langsam. Alter, ist er nicht vorher auch schon dort gestanden? Oh, hier steht ein alter, wie heißt er nochmal? Nee, ein Diablo ist es nicht. Ein Musilago ist es auch nicht, das ist der neue. Ich weiß es nicht, egal. Oh, hinter uns war unser Gegner. Nee, den fahre ich jetzt nicht nach. Wir fahren mal nach Straßenregeln. Das ist leider gerade nicht wie auf der Xbox. Denn auf der Xbox, zum Beispiel bei Driver San Francisco, wenn man jetzt wenig auf X drückt, also X, ja, ich red gerade von Xbox und PS3 Steuerung, also wenn man auf A drückt, ist es A? Ich kenne mich bei der Xbox nicht auf. Auf jeden Fall, wenn man auf den unteren Knopf drückt, dann fährt er wirklich nur, oder nee, das macht er mit dem hinteren Knopf. Alter, bin ich gerade verwirrt. Ich rede gerade irgendeine Scheiße, ich laber gerade irgendeine Scheiße und der hört mir dabei zu. Das tut mir echt leid. Nee, aber, da kann man das wirklich so spezifizieren, dass man 80 km/h oder 100 fährt mit der Stärke, wenn man auf den Knopf drückt. Das geht natürlich nicht. Ich muss dann aufs Gas und wieder runtergehen. Ja, aber jetzt bleiben wir mal am Gas. Bin 100 jetzt. Bam! Okay. Was? Was? Dieses Spiel verarscht uns dieses Spiel. Verarscht uns, yay, dieses Spiel. Verarscht uns. Du gehst mir stark am Arsch, du blödes Spiel. Du gehst mir stark. Ja, also alles, was ich sage, reimt sich natürlich. Den holen wir uns trotzdem. Egal, wir sind rot. Polizei über uns. Ah! Nein, Handbremse. Oh, ich dachte, den hat's gedreht. So. Nein, 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 den will rauf. Oh, wir müssen gar nicht drauf. Er war gar nicht hier oben. Hey, springen! So. Vom Gejagten zum Jäger. Also vom Jäger zum. Nee, vom Gejagten zum Jäger, ja. So. Den
holen wir uns jetzt mal endlich. Alter, hallo. So. Den holen wir. Alter, wie oft hole ich das schon mit? Den holen wir uns jetzt. Egal, den holen wir uns jetzt. Aber jetzt ist es soweit. Niederlage. Also für ihn, nicht für uns. Lexus LFA jetzt in Easy Drive verfügbar. Das ist gut. So. Ja, was machen wir jetzt? Fahren wir gleich ein Rennen mit dem Lexus oder mit dem BMW? Alter, der hat eine gute Leistung und BMW ist eher schlecht. Hm. Aber gut im Gelände. Ich fahre ein Rennen mit dem BMW und dann steige ich um auf den anderen. Hammer Run, machen wir das gleich. Zielpunkt festlegen. So, ausparken. Wir fahren hier mit unserem BMW M3. Alter, das Rennen war nicht weit entfernt. So, oh. Egal, hier kann man hupen. Ah, Hupe! Egal, ich drifte hier. Also ich mache einen Burnout, dass ich das Rennen fahren kann. Nitro-Brennen, ja, wie immer halt. Nitro-Brennen für den ersten, Geländereifen für den zweiten. Und wir sollten wieder mal mit dem Lamborghini fahren. Aber jetzt fahren wir dann mal mit dem Lexus. Ja. Interessant. Ja, noch immer interessant. Ford Crown Victoria als Polizeiauto. Ich glaube, der Ford Crown Victoria wurde ja extra für die Polizei gefertigt, oder? Gibt es überhaupt den Nicht-Polizei von? Hey, da fährt der alte Lamborghini. Da, weg mit dir. Alter. Der lässt sich nicht auf die Spur bringen. Ja, der hat mal mehr Abtrieb als ich. Ist irgendwie klar. Wir sind ja ein Schwergewicht gegen die alle. Fail! Alter, der lenkt mich ab! Der fährt einfach so vor mir gegen die Wand! Alter! Alter, was geht mit dem? Ja, die Cops hier in Fairhaven sind ein bisschen durch, glaube ich. Bisschen. Aber minimal. Minimal stark. Stark, minimal stark. So, ich sehe nichts, aber egal. Nein! Ja! Wir haben Stand gehalten. Wir sind Dritter. Hm, vorgearbeitet. Und den überholen wir. Windschatten und... Fast fehlerlos überholt. Wäre da nicht die Straßenlampe gewesen. Den hätten wir fast wunderschön überholt. Egal, wir haben ihn getakedown, statt er uns. Wir haben einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst rein. So, und... Mit mehr Speed. Oh, scheiße, ich wollte ihn jetzt. Das ist sogar ein Takedown. Ich wollte ihn jetzt einfach ohne Berührung wunderschön überholen. Dann war es gleich ein Takedown auch noch. Ist noch immer erster. Und da vorne ist dann gleich das Ziel. Wenn uns jetzt noch wer einholen. Aber uns holt keiner mehr ein. In 400 Meter sind wir im Ziel. Hier ist das Ziel. So, und jetzt. Ja, wir sind im Ziel. Erster geworden. Harbor Run. Ein 47,70. So, ich montiere gleich die Geländereifen und so. Der Wagen muss gut im Gelände sein, Alter. Gebt euch das, wie gut der im Gelände ist. Mit dem Wagen gewinne ich sogar gegen Geländewagen. Also gegen sowas wie Landen. Also gegen Rallye-Wagen gewinne ich sogar. Die sind nicht so gut im Gelände wie der. Ups. Ja. Fahr! Oh, falsche Taste? Nee, er fährt nicht. Er ist nicht gefahren. Wahrscheinlich war er gecrashed und hat nichts getan. Er ist nicht gefahren. Wollte nicht fahren. Der hatte keinen Bock auf fahren. Leider. Leider. Nee. So, hier sehen wir ihn in voller Pracht. Aber ich habe gesagt, jetzt wechseln wir mal auf den Lexus LFA. Wagen. Lexus LFA. McLean, ja, gehen wir nach McLean. Springen wir zum Wagen. Hallo, lade schneller. Lade dich schneller. Lade, lade dich schneller. Lade dich schneller, lade schneller. Ja, okay. Ich sehe, was noch immer wohl schon fertig geladen hat.
Der zieht aber ganz schön. Ja, ja, der zieht wirklich ganz schön. Der sieht wirklich, wirklich ganz schön. Alter, der geht ab. Und sein Heckflügel, wie geil. Der Wagen geht ab. Nein, sein Heckflügel bewegt sich. Oder ist das so einer, der sich bewegt? Der Geist, ja. Ah, sicher, das ist Lastkraftfahrer, die sich so mit der Aerodynamik mitbewegen. Mit der Aerodynamik, also in den Luftstangen. Ja, klar. Ich finde die so geil. Nur bei einem Bugatti Veyron in Nitro Speed muss Nitro Speed hat Pursuit und hat mich das immer so stark abgelenkt, wenn der den Heckflügel rauf und runter getan hat. Weil ich finde das immer so geil, das lenkt mich immer voll ab. Aber er gibt ihn hier sowieso nur raus und rein. Beim Bugatti hat er höher, niedriger und dann den Winkel verstellt. Nein! Knapp. Einfach nur knapp. Ja, ich glaube, ich fahre gleich ein Rennen statt, dass wir einfach so unnötig in der Gegend herumfahren. Ja, machen wir Downtown Run. Zielpunkt festlegen. Andere Richtung. Halt. Ja. So. Und raus mit dem Heckflügel. Nicht so viel zittern. Du musst guten Abtrieb haben, das ist ein geiler Heckflügel. Ja. Aber der Wagen zieht ganz schön. Der ist wirklich nicht schlecht. Und das ist schon eine Tankstelle. Da fahre ich gleich mal rein, rückwärts, wenn es gleich geht. Wenn ich treffe ich. Ja, getroffen. In weiß, so wie ihn der Most Wanted gehabt hat. Nein, Polizei, ich fahre nicht so schnell. Seht ihr? Ich kann auch so an ihm vorbeifahren, um nicht so schnell zu fahren. Ich meine, ich fahre ja nur 200, wollte ich gerade sagen. Da ist gleich noch eine Tankstelle. Welche Farbe bekommen wir jetzt? Gelb? Nee, blau. Nee, ich will das nicht. Blau. Ich wollte gerade sagen, es ist gelb. Geiler Auspuff, Alter. Ja, lenkt zwar ab, das Orange gefällt mir aber. Ey, wisst ihr was? Need for Speed Most Wanted 1. Hier ist gerade ein Dings, ein Chevy Cobalt CC, hat glaube ich geheißen, gefahren. Ein Chevy Cobalt CC und genau in so einer Farbe, in Most Wanted 1 hatte ich so einen. Mein erstes Auto war so einer, in der Farbe, genau in der Farbe, an dem, wo wir gerade angefahren sind. Ein Chevy Cobalt CC, Alter. Das waren Zeiten. Need for Speed Most Wanted 1, aber der zweier Teil ist natürlich auch geil genug, um ihn zu Let's Play. Nein! Nee. Eigentlich ist mir das gerade relativ egal. Ich will dann nur zum Zielpunkt kommen. Das Auto wird ja nicht langsamer durch crashen, also. Radarkamera mit 141 km/h. Okay, das war jetzt eindeutig mein Fehler. Das war ganz klar mein Fehler. Ich konnte mich wieder mal nicht entscheiden. Abkürzung, Straße. Abkürzung, Straße. Abkürzung, Straße. Straße. Scheiße. Was ist das? Mein Bruder soll aufhören zu schreien in der Aufnahme. Mein Bruder soll aufhören. Wartet, ich beende die Aufnahme kurz und schließe sie dann gleich weiter. So. Er sollte jetzt aufgehört haben zu schreien. Komisch. Egal, es geht weiter. Wie ich ganze Zeit sage. Ich habe jetzt eigentlich nur für 2 Sekunden die Aufnahme beendet und jetzt wieder fortgesetzt. Voll unnötig. Oh, ja, da ist schon das Rennen. So, und das Rennen fahren wir und dann ist die Folge zu Ende. Downtown Run. Nitrobrenner auf Geländereifen, wie halt immer. So. Geil. Noch immer geil. Der Wagen gefällt mir echt. Das Intro finde ich geil. Wow. Oh, wir fahren. Wir fahren. Ja, geil. Das mag ich. Wir fahren Geschwindigkeit durchs Rennen. Wir sind auf Bronze. Ja, Boss sind wir gerade. Silber. Und die Folge wäre abgelaufen. Was mir aber gerade egal ist, denn das, ich finde die Rennen echt geil. Wo man die meiste, also die so eine bestimmte hohe Geschwindigkeit erreichen muss im Durchschnitt. Also wenn ich jetzt ganz, ja,
ganz schnell stark abbremse, dann ist natürlich der Durchschnitt voll im Arsch. Komm, ich muss jetzt ein bisschen schneller fahren. Oh je, nein, nicht hier. Fresse. 205 ist so ein schöner Durchschnitt. Möglichst wenig auf der Bremse. 263 haben wir als Durchschnitt, das ist gut. Oh ne, 26. Ja. Jetzt geht der Durchschnitt wieder runter, weil wir langsamer sind als das. Danke! Durchschnitt im Arsch! Woo! Alter, wie viel muss ich denn für Gold schaffen? Jetzt sind wir wieder noch... Was? Was? Alter, jetzt ist das ganze Rennen vorüber. So, jetzt müssen wir noch einmal ganz schnell fahren. Wir müssen den Durchschnitt auf jeden Fall über 193 bringen. Und es ist geil, wir sind gleich im Ziel. Oh. Können wir so unseren Durchschnitt aufbessern? Nein, können wir nicht. Ja, das Rennen schaffen wir nicht. So, jetzt nehme ich dann noch mehr Schwung. Oh. Scheiße. Peinlich. Einfach nur peinlich. Ja, und mit diesem peinlichen Ergebnis beende ich jetzt auch die Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.